Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Stone Cage. Was machst du denn da hinten? Ich wusste nicht, dass das Ganze irgendwie übergreifend ist, aber ist es anscheinend. Wegpunkte. Und zwar war das der Tod, als ich getestet habe, ob mein nächstes Vorhaben funktionieren wird. Und deswegen bin ich da hinten einmal verreckt. So, wir gehen jetzt einmal kurz runter und gucken mal, wie es so der Monsterfalle geht. Und währenddessen stelle ich mal meinen Sound ein bisschen lauter. Okay, das ist normal hier, ne? Ihr sterbt alle, verreckt. Hauptsache, die Creeper gehen hier nicht hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten, ja, guck da, der ertrinkt. Die meisten ertrinken hier. Ist ja mal eine coole Nummer. Das heißt, ich kann hier nicht nur Erfahrung sammeln, sondern die ertrinken hier auch förmlich. Guck da oben. Ich hab dich nicht angeguckt. Ich hab dich nicht angeguckt. Jammerlich verreckt. Ehrlich gesagt will ich nicht, dass die da oben verrecken. Was ist mit denen da oben los? Wie bekriegen die sich gerade? Irgendwas ist da schiefgelaufen. Warte kurz. Ich habe mal kurz einen Plan. Wir gucken mal, wie es denen da unten geht. Indem wir hier das hier einfach mal aufbrechen. Was machen die denn da? Beweg dich! Oh Gott, nein. Oh! Ich mach das zu, bevor ein Creeper nochmal hier vorbeischaut. Yeah! Oh, ich habe noch eine Schallplatte bekommen, oder? Nee, das war ein Enderauge. Ist alles heil geblieben? Könntest du bitte damit aufhören? Das macht mir ein bisschen Angst. Ich will nur kurz die Hexen kaputt machen, bevor die mich kaputt machen hier. Ja, egal. Spitzhacke tut's auch übrigens. Und deswegen müssen wir das alles mit Obsidian auskleiden. Die bringen sich nämlich gegenseitig um, wenn sie mich sehen. Aber anscheinend geht hier nichts kaputt, ne? Hier ist noch alles heil. Krass. Das sieht so aus, wie ich das Auge hier in meiner Hand habe, ne? Es beobachtet mich. Egal, wo ich nicht gehe, dieses Auge beobachtet mich. Naja, wir hatten gerade genug Spaß, obwohl ich gerne, ehrlich gesagt, wie viele Enderaugen wir schon haben. Oh, Redstone, wir haben Redstone, krass. Ich würde gerne mit einem Steinschwert, was wir irgendwie merkwürdigerweise doch noch im Inventar haben, 3 Glasflaschen, Alter, das ist ja richtig geil. Brauche ich noch ein bisschen Eisen, weißt du, und dann geht das richtig ab. Ich möchte gerne die dämlichen Hexen kaputt machen. Würde ich auch von euch gegenseitig kaputt zu machen? Oh Gott, nein. Ich glaube, ich habe es nochmal gesichert. Wir gehen jetzt mal hier weg. Ich glaube, wir haben genug Schaden an der Monsterfalle gemacht. Meinetwegen können sie sich da unten freuen. Falls ein Creeper unten Scheiße baut und alles in die Luft geht, will ich wenigstens safe sein. Also gut. 6 Augen haben wir bekommen, immer noch. Eine Menge an Fleisch, aber... ja... Genau davon rede ich, Freunde. Genau davon. Wir nehmen uns nochmal ein Schwert mit und eine Steinspitzhacke. Wir gucken mal kurz, wie es da hinten ausgeht. Ist da viel kaputt gegangen? Da ist auf jeden Fall ein kleiner Zombie. Und noch ein kleiner Zombie. Ach, die sind doch nur in der Ecke. Das geht ja noch. Was habt ihr denn veranstaltet?
Ich weiß, wo mein Huhn ist. Tot. Aber es ist bestimmt nicht das Huhn von da hinten, ne? Wir lassen jetzt die Monsterfalle Monsterfalle sein. Wir werden uns damit ein anderes Mal begnügen. Wir machen das erstmal zu hier. Ach, dir geht's gut. Hast du mal ein Ei für mich? Leg mal ein paar Eier hier. Also gut, wir sollten erstmal das Holz hier knacken. Ja, toll, jetzt habe ich das Huhn getötet. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass wir es irgendwo in der Wand gefangen hatten. Glaube ich zumindest. Ne, die Spitzhacke ist hier fast am Arsch, ne? Dann würde ich sagen, machen wir uns mal eine neue. Mit Holz am besten. Haben wir hier nicht noch Holz? Eisenholzbretter, Eichenholz. Eisenholz, ja, klar. Als würde es das geben, Eisenholz. Ich bin heute wieder richtig schlau unterwegs, Freunde. Keine Sorge. Das wird lustig. So, das sind Bruchsteinstufen, die will ich nicht. So. Ich mache mir erstmal zwei Äxte und dann geht das richtig ab, Freunde. Dann holen wir unser ganzes Holz hier raus. Oh yeah. Wird auch mal Zeit, dass wir unser Holz hier zusammenkriegen. Ein paar Setzlinge wäre auch ganz schön. Und ich denke mal, dann machen wir uns auch einen kleinen Vorrat an Fackeln, die wir wahrscheinlich gleich gut gebrauchen können, wenn wir anfangen, das neue Projekt zu beginnen. Ich würde sagen, ich werde euch nicht verraten, was dieses Projekt zu bedeuten hat. Ihr werdet nämlich raten müssen. So sieht es nämlich aus. Was hat der Zero denn vor? Natürlich muss ich erstmal anfangen zu bauen, bevor ihr raten könnt. Da es sonst ja keinen Sinn macht. Wenn ihr nicht mal ansatzweise wisst, was ich vorhabe. Wobei, in der letzten Folge habe ich das ja ein bisschen angesprochen, aber... Es ist ja nicht so wirklich klar, was ich machen möchte. Es ist ein bisschen Community-bezogen. Das heißt, ihr seid da fest mit inbegriffen, dass ihr damit mitwirken könnt. Aber prinzipiell könnt ihr auch da nur ein wenig mitwirken. Meine Versuche haben nicht mehr ergeben, dass es unkompatibel ist, wenn ihr mitspielt. Oh Gott, hier ist ja ein Riesenhaufen. So, wie viel... Hat er gerade zwei Eier auf einmal gelegt? Nee. Och Mann. Ich brauch mehr Hühner. Oder ist hier noch ein zweites Huhn irgendwo? Ist alles so verwirrend, ne? Gut, das Ding jetzt kriege ich ins Leer, das ist gut. Wie viel Kohle haben wir noch in Tuss? 8, das ist perfekt. Wobei, wir nehmen mal 7. Sollen wir das wirklich tun? Wir machen mal so. Ups, toll, jetzt habe ich eine Kohle verschwendet. Ja, ich bin ein Genie. Wir behalten mal... Obwohl, nein, wir haben doch noch 10 hier. 18 sogar. Können wir uns ja doch ein schickes Stack machen, ne? Gut, die nächste Planung ist, wir werden uns hier runtergraben, oder? Ich glaube schon, ne? Ja, das dürfte reichen, das dürfte reichen. Wir buddeln uns hier jetzt mal hier rein. Denn für das Vorhaben, was... War ja klar. Für das, was ich vorhabe, brauchen wir eine Menge Platz. Und deswegen gehen wir mal eine Station weiter runter. Wir werden uns da unten einen Keks freuen, dass wir da unten sind. Und dann geht nämlich das Projekt los. Dann geht das richtig los. Ich schätze mal, das wird so... 2, 3 Folgen dauern, vielleicht auch 4. Ich denke mal, das wird schon so eine Art, ja, von der Zeit her, wie die Monsterfalle dauern. Ist halt doch schon ein bisschen komplexer, was ich vorhabe. Vor allem freue ich mich, dass ich ein bisschen Redstone bekommen habe. Denn das könnte schon mal dabei helfen, ein bisschen jedenfalls. Meine Fackeln ausrüsten hier. Denn ich brauche auf jeden Fall sehr viel Redstone, um das zu optimieren, was ich vorhabe. Und wenn die Monsterfalle ständig natürlich krepiert, ist das schlecht. Ich meine, momentan kommen wir auch komplett ohne Monsterfalle klar, so ist es nicht. Es ist schön, dass wir sie haben. Wir werden sie zwischendurch definitiv reparieren und nochmal nutzen. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt sehr ineffizient, weil sie halt ständig kaputt geht. Ist halt eine doofe Nummer, aber ne. Kann man nichts machen. So, wie weit bin ich jetzt vorgedrungen? Das dürfte eigentlich soweit reichen, ne?
So, legen wir hier noch mal ein paar Bäumchen ab. So, ein Grasfeld lasse ich mal übrig. Ich habe sowieso keine Setzlinge mehr. Denn Gras ist schon recht wertvoll hier. Das ist immerhin das einzige Gras, was ich habe. Naja, doch nicht das einzige. Wir haben ja noch ein bisschen was in Reserve, wo die Tiere sind. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal hier in die Richtung. Ich möchte nämlich unter meine Baumfarm kommen am besten. Das wäre so das Ziel des Ganzen. Ich brauche hier nochmal eine Fackel. Was ich übrigens ganz, ganz lustig finde. Am Donnerstag hat ja die NASA den Erst... Was? Leck, hallo? Gehst du weg, Leck? Ich glaube, er ist weg. Die NASA hat ja die Menschheit auf den Erstkontakt zu den Aliens vorbereitet. Das hört sich für mich schon so an, als würden die schon auf dem Weg hierher sein, um uns alle zu vernichten. keine Ahnung, was die sich dabei gedacht hat. Vielleicht dachte sie sich, es werden ja überhaupt keine Theorien mehr aufgestellt, dass bei uns irgendwelche Nazi-Aliens sind. Wir müssten dem Ganzen mal auf die Sprünge helfen. Und dann dachten sie sich, wie wär's, wenn wir die Menschheit auf den Erstkontakt vorbereiten? Und jetzt sind sie natürlich wieder in voller Munde und sagen, Erstkontakt, die NASA, die macht den Erstkontakt, das bedeutet vielleicht, dass die Aliens bereits hierher auf dem Weg sind und uns alle umbringen werden. Das könnte natürlich sein, meine Damen und Herren, aber versprecht euch nicht zu viel. So. Wir sind immer rumgegangen, denn ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob so intelligentes Leben im Weltraum existiert. Denn man muss schon sagen, dass die Menschheit ist schon eine abstrakte Konstruktion der Natur. Sowas wie uns Menschen sollte es eigentlich gar nicht geben. Denn wenn man sich mal überlegt, wir sind die einzigen Lebewesen hier auf dieser Welt, die so intelligent geworden sind, nach all den Millionen Jahren. Das ist sehr unwahrscheinlich, wie ich finde. Also, es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist irgendwann ein verstrahlter Komet runtergeflogen und hat irgendwie einen Teil der Menschheit verstrahlt, sodass die Genetik irgendwie komplett außer Kontrolle geraten ist und letztendlich unser Gehirn gewachsen ist und unsere Motorik und alles Mögliche entstanden ist. Das könnte ich mir mehr vorstellen als die Tatsache, dass irgendwo intelligentes Leben ist. Also so intelligent, dass sie hierher reisen könnten. Wollte ich mir nicht Fackeln herstellen? Habe ich mir Fackeln hergestellt? Denk Zero. Da sind sie doch. Denn, ganz ehrlich, die Aliens hatten jetzt 2 Milliarden Jahre oder wie lange auch die Erde auch schon immer existiert, Zeit herzukommen und sich einzusiedeln. Haben sie das getan? Nein, haben sie nicht. Weil es einfach nicht möglich ist. Wahrscheinlich ist es, es kann sein, dass es irgendwo so intelligentes Leben gibt wie die Menschheit, aber ich glaube, ich bezweifle, dass es irgendwie möglich ist, durchs All zu reisen mit einer Geschwindigkeit, um überhaupt hierher zu kommen. Wenn es intelligentes Leben gibt, dann ist es so weit entfernt, dass wir niemals was davon mitbekommen. Denn so wie in Halo werden wir niemals durchs All reisen können, ganz ehrlich. Da müssen wir schon einen Antrieb entwickeln, der mehr Energie erzeugt, als er verbraucht. Und das ist doch irgendwie nicht möglich. So, wir sind jetzt hier angelangt. Und ich denke mal, ab hier werde ich mich kurz aufbauen. Die Frage ist, wie mache ich das? Nee, ich muss weiter runter. Ne, ich muss noch ein Stück weiter runter. Nee, das geht nicht. Das ist noch zu wenig Platz in der Luft. Muss alles gut funktionieren hier. Wenn ich mir so überlege, dass irgendwo ein intelligentes Leben ist, dann müssen sie... Hallo. Dorfbewohner. Na komm. Ich hätte mir eine Axt. Ach, habe ich doch. Ich habe die Dorfbewohner gefunden. Cool. Ich hole mir mal eine Schaufel. Hole ich mir den Kies raus, dann kann mir ein Feuerzeug basteln, sobald ich ein Eisen bekomme. Und dann gehen wir in die andere Welt. In den Nether. In den sogenannten. Und irgendwie leckt es heute, habe ich so im Gefühl, ne? Keine Ahnung, was das heute wieder soll. Die
Die Dorfbewohner gehen wir mal safen. So. Und ich merke gerade, dass ich überhaupt meine Stoppuhr gar nicht gestellt habe. Ich denke mal, wir haben so ungefähr 10 Minuten drunter. So in etwa. Das heißt, 20 packe ich jetzt nochmal drauf. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Weil ich mir eine Schaufel basteln wollte. Bäh. Na komm. So, Schaufel am Start. Also für mich klingt das alles sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwie auf den Erstkontakt vorbereitet werden sollen. Ich glaube gar nicht daran, dass hier irgendwas antanzen wird. Wenn es intelligentes Leben gäbe, hätten die uns schon längst gefunden. Ach, da habe ich auch noch Sand hingepackt. Ah, ich habe Sand und Kies. Das ist interessant. Den Lichtstein werde ich auf jeden Fall lassen. Alles in Kies verwandelt, oder? Ja. Sauber. Schnappen wir uns auf jeden Fall noch das Sand. Wer weiß, wozu wir das brauchen könnten. Vielleicht um TNT hinzustellen, um unsere Monsterfalle eines Tages hochjagen zu lassen? Ich weiß ja nicht. Schlussendlich sollte es natürlich hinauslaufen, dass ich hier lande. Ich wusste, dass es irgendwo unter der Baumfarm das Versteck ist. Ich wusste nicht, nur nicht mehr genau ganz wo. So, wir werden auf jeden Fall das hier nochmal zubauen, denn das wird einfach nur die Grundhöhe werden. Unseres neuen Projektes. Das ist richtiges Deutsch. Ich bin auch so ein Alien, ne? Kann kaum sprechen hier. Und überhaupt, wieso sollten wir Angst haben vor Aliens? Ganz ehrlich, die Menschheit, die Aliens sollten Angst haben vor der Menschheit. Wenn wir mal zurückdenken in die Geschichte, was ist immer passiert? Die Menschheit ist erkunden gegangen, hat neues Land entdeckt und alles, was auf dem Land war, haben sie vernichtet. Das war schon immer so. Wieso sollten wir also Angst vor Aliens haben? Die sollten lieber Angst vor uns haben. Und da müsst ihr mal überlegen, Freunde. Sollte es tatsächlich so weit sein, dass wir im Universum rumreisen können, dann solltet ihr euch Sorgen um eure Kinder machen, denn wenn eure Kinder eines Tages auf eine Friedensmission gehen, da könnt ihr euch komplett darauf verlassen, dass es keine Friedensmission sein wird. So, ich würde sagen, wir gehen 1, 2, 3 in die Breite noch. Also wir kommen dahin mit Geschenken und allem und sagen, hey, wir sind Frieden, alles ist cool. Die Aliens freuen sich so einen Keks, denken sich, oh, wir haben eine nette Rasse gefunden, das ist ja mal was Neues, die müssen wir ja nicht vernichten. Und dann kommt die Menschheit mit Atombomben daher, weißt du, als Geschenke. Und sagen, hey, hier, stellt das doch mal in eure Hauptstadt hin, das ist doch eine nette Statue, dieses ovale Ding ins Kirchens. Und dann machen sie das. Und dann wird per Fernsteuerung einfach mal Boom gemacht. Und das war's. Ich meine, woher wollen Aliens wissen, was eine Atombombe ist? Wir können doch einfach eine Barbie-Puppe mit Atomsprengsätzen beladen. Und sagen, hey, guck mal, das ist unser Kinderspielzeug, probiert's doch mal aus. Stellt's in euren Kindergarten. Und dann macht's Boom. Und das war's. So, und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, okay, 3 nochmal in die Richtung. Dann dürfte das schon mal im Großen und Ganzen, ja okay, das, vielleicht dauert es doch nur 1, 2 Folgen. Geht ja schnell voran, ne? Das dürfte von der Größe her reichen, das ist gut. Das gefällt mir doch. Obwohl, nein, warte. Ah, ich habe doch noch was anderes geplant. Wir brauchen in der Mitte noch ein bisschen Platz. Werden gleich mal gucken, ob das alles hinhaut. Ich höre eine Kuh. Coole Sache. Das heißt, wir sind schon mal... Wir sind oben in der Nähe von Schafen und hier sind wir in der Nähe von Kühen. Frage ist nur, wo genau? Das ist das Problem. Bei dem hier wusste ich noch in etwa, dass es unter dem ist. Aber den Kühen und den Schafen habe ich... Was bist du denn? Habe ich das da platziert? Ich glaube, das ist Diamant. Ja, klasse, jetzt ist ein Diamantblock im Weg. Aber wir wissen schon mal, wo wir Diamanten herbekommen übrigens. Brauchen wir noch eine geeignete Spitzhacke, um das abzubauen, ne? Das geht verdammt schnell.
Weißt du was, ich mach's einfach. Sollen wir es wirklich machen? Sollen wir mit der Steinspitzhacke das Ding hier abbauen? Ja, weißt du was, das ist sonst Geschichte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, hier einen Diamantblock hinzustellen. Verzieh dich. So. Den könnt ihr gerne nutzen, aber ich mach's nicht. Das wäre doch rumgeschieht, oder? Findet ihr auch, ne? Ich weiß, dazu hätte ich erstmal Eisen gebraucht, aber. Naja. Scheiß auf den Diamantblock. Habe ich ganz vergessen, dass ich den hier platziert habe, sonst hätte ich den niemals aufgedeckt. Jetzt wisst ihr natürlich, wo es ist. So, wir brauchen hier. Obwohl, das kommt sogar hin. Ja, das ist doch perfekt. Das ist perfekt, Freunde. Dennoch möchte ich gerne das Ding nochmal um einen erweitern. Das ist mir hier nämlich noch zu klein für das, was ich vorhabe. Deswegen gehen wir nochmal weiter. Denn ich möchte ehrlich gesagt Diamanten selbst erwirtschaften durch Handel mit den Dorfbewohnern. Das würde mir jetzt viel mehr Spaß machen, als den Diamantblock hier irgendwie zu klauen, sobald ich ein bisschen Eisen habe. Deswegen überlasse ich das euch gerne. Quasi als kleine Belohnung, dass ihr meine Map spielt, die ich ja selbst erstellt habe. Aber die macht doch Spaß, muss ich sagen. Also ich habe echt Fun. Skyblock hat mir nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Einfach nur, weil Skyblock halt ständiges Farmen bedeutet und das geht doch irgendwann auf den Sack, die ganze Zeit Cobblestones zu farmen, finde ich. Dann doch lieber das Cobblestone abbauen, um ein Gelände zu erbauen, als Cobblestone, ja, stundenlang an ein und derselbe Stelle abzubauen. Das ist doch doof, das ist langweilig. So, dann hätten wir das, glaube ich. Wobei ich das Loch, was wir gerade gezogen haben, um einen erweitern muss, glaube ich. Weil wir die hintere Wand nochmal weiterziehen müssen. Sieht halt nur ein bisschen scheiße aus jetzt mit dem Lightstone hier. So, denn wie ihr seht, haben wir hier drei und da haben wir vier. Ich möchte gerne hier vier haben und hier vier. Damit es halt alles perfekt zusammenpasst. So. Ja, das läuft doch alles hier, das läuft doch, das gefällt mir. Das gefällt dem Zero, wenn das hier alles läuft. Hauptsache hier spawnt nichts, währenddessen wir gleich hochgehen oder so. Weil wir gleich keine Spitzhacke mehr haben. Ja, wir haben gleich keine Spitzhacke mehr. Mit ein bisschen Glück wächst auch gleich wieder ein neuer Baum. Ah, wir haben ja, gut, ich habe gerade gedacht, habe ich überhaupt genug Kohle? Na, klar. Ich habe mir natürlich gerade einen 64er Stack Kohle gemacht, das ist gut. Kann man gut gebrauchen. Ich werde hier auf jeden Fall noch viele Mechaniken einbinden, die wir gut benutzen können. Und einen mache ich hier noch hoch. Ich habe mir nämlich schon einiges überlegt. Ich habe mir eine automatische Hühnerfarm überlegt. Das könnte ganz lustig werden. Wenn wir denn Eier bekommen würden, was wir ja zurzeit nicht tun. Weil unser Huhn improduktiv ist. Dämliches Huhn. So, ich baue mir erstmal eine neue Spitzhacke, ganz klar. Oder gleich zwei. So. Gucken wir nochmal nach unserem kurzen Hühnchen. Kurzen Hühnchen, ja. Wir gucken nochmal nach unserem Hühnchen. Es hat immer noch kein Ei gelegt, oder? Doch, es hat ein Ei gelegt, ja. Komm schon, Huhn. Huhn, Huhn, Huhn. Leck mich doch, dreckiges Huhn, Alter. Spawnt einfach nicht. Ist ja der Wahnsinn. Wir schauen mal nach unserer Monsterfarm, ob sie wieder kaputt ist. Die ist heiler als sonst. Oh. Da geht's ziemlich löchrig rein, ja? Hauptsächlich die Kollegen explodieren hier nicht. Verzieh dich. Und du auch. Ich möchte euch gerne hier alles reparieren. Hi Creeper, was geht? Dreckiger Abschaum, du. Okay, okay, okay.
Ich hab's verstanden, ihr seid scheiße. Alter, ich hab gerade auf friedlich gestellt, da kannst du dich nochmal explodieren, ey. Meine ganzen Sachen, nein! Hat er jetzt meine Sachen in die Luft gejagt? Nein, okay, alles gut. Diese dämlichen Creeper, dass die alles immer kaputt machen müssen. Das regt mich richtig auf. Wir hätten hier drei in die Höhe bauen müssen. Das ist doch zu eng. Ah, nee, nee, ist in Ordnung, weil die Endermen ertrinken hier nämlich, wenn wir das so bauen. Ich habe meinen Fackeln gerade gesehen. Ich habe meinen Fackeln gerade gesehen. Alles ist gut. Wie können sie denn hier gegen ankämpfen, ganz ehrlich? Ich möchte mir das Ganze nochmal angucken. Vielleicht können wir irgendwas verbessern. Wir könnten sie auch komplett zum Ertrinken bringen lassen, ne? Indem wir hier einfach einen Block hinstellen. Weißt du was? Ehrlich gesagt möchte ich die Spinnen gar nicht mehr haben. Wenn wir das hier zumachen. So, ich bin jetzt mal ein Creeper. Okay. Wie bleiben die hier stehen, ne? Na komm, machen wir sie wieder ab. Das ist doof. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Geht doch. Machen wir das mal wieder ab. Das ist mir zu doof. Oh, ich habe Sand dabei. Das hätte ich, da hätte ich aufpassen müssen. Warte kurz. So, so viel Zeit muss sein, um die Falle ordentlich zu testen. Ich bin jetzt ein Creeper, der hier so lang fließt, weißt du? Nein, hilf mir Gott! Ich werde hier reingespült, nein! Okay, alles ist gut. Es funktioniert tadellos. So, hier machen wir zu. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube nämlich, dass Halfstone stabiler ist als ein ganzer Stein. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Irgendwie habe ich da sowas im Kopf. Immerhin habe ich mal was im Kopf. Ich denke, das ist scheiße. Ich will die Monsterform einfach heil haben. Das ist doch doof. Wenn die Kabutis. Lass mich durch. Okay. Als allererstes machen wir ihn natürlich erstmal zu. Haben wir noch Halfstones dabei? Nein, natürlich nicht, dann scheiße ich drauf. Da bin ich jetzt zu faul für, Freunde. Nicht mit mir. Ich muss einfach nur irgendwie verhindern, dass die sich einfach gegenseitig in die Luft sprengen. Könnte aber ein bisschen Halfstone gebrauchen. Denn ich habe da nämlich was vergessen. Gehen wir erstmal zurück. Und, nee, Halfstone haben wir ja hier noch gelagert, ne? Irgendwo haben wir hier Halfstone Slabs. Da, Bruchsteinstufen. Haben wir eigentlich Knochen? Weil damit könnten wir uns sowieso erstmal ein bisschen Holz herstellen, ne? Warte mal. Der Boden ist hier doch noch kaputt. Wollte ich das so haben? Ich glaube, irgendwie habe ich da was falsch verstanden. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. So, ich glaube...
Was mache ich hier überhaupt? Oh, erstmal den ganzen Kram hier zumachen. Das war doch der letzte Idiotenscheiß, ne? So, wenn wir das jetzt nämlich kaputt machen, war doch alles richtig. Ich komme hier nicht hoch und dann ist es gut. Siehst du, ich komme da nicht rein. Das war doch der Deal. Und deswegen wollte ich auch Halfstone Slabs dahin tun. Und wenn das aufhören würde zu laggen, wäre alles wunderschön. Weil das fließt hier immer noch alles ab. Seht ihr? Und Spinnen kommen nicht mehr durch. Und schlagen kann ich sie trotzdem. So. Wehe, ich mach das nochmal kaputt. Immer diese kleinen Kinder, ne? Und ich werde auf jeden Fall gleich meinen Sand sichern und mein Gravel. Kies ist noch am Start. Captain Kies ist immer noch hier. Alles ist gut, Freunde, alles ist gut. Oh. Wir sichern das Zeug auf jeden Fall erstmal. Bis hier irgendwann ein Creeper herkommt und alles zerstört. Ich sage schon mal etwas voraus. Ich brauche Setzlinge, Dude. Hast du ein Ei gelegt? Leg mal ein paar Eier, Freund. Wieso bin ich eigentlich hier hochgegangen? Achso, da wollte ich hier meine eigene Bude errichten, ne? Das machen wir später. Erstmal die Community-Aktion hier zu Ende machen. Damit wir hier vorankommen. Muss ich auf jeden Fall jetzt mal langsam weitermachen. Ich wollte die Decke noch einen erweitern. Und dann wollte ich auf jeden Fall zwei Räume erstellen. Aber das war es ja noch. Dahinter kommt nämlich auch noch ein bisschen was an Zeug. Alles geplant bis zum geht nicht mehr, Freunde. Ich habe da das letzte Mal am, wann war das? Mittwoch hatte ich 1-2 Stunden investiert, um alles zu planen. Um alles auszuprobieren, was ich vorhabe. Und es tatsächlich funktioniert alles. Ist zwar ein bisschen tricky, aber tatsächlich habe ich es hinbekommen. Und ich habe sogar nochmal verfeinert gestern. Und es funktioniert richtig gut. Es funktioniert richtig gut. Da werdet ihr euch freuen. Jedenfalls einer von euch. Ab und zu. Jeden Monat. Mal gucken. Ja, ich weiß, ich spreche hier noch in Rätseln. Aber vielleicht vertreibt ihr euch einfach mal die Zeit, indem ihr ratet, was ich hier gerade so baue. Was könnte es sein? Ich weiß es nicht. Verratet es mir. So. Kann ich endlich gleich mal so machen. Und dich backen wir erstmal dahin. Denn ich brauche... Wie funktioniert das nochmal? Falltüren, genau. Zwei Falltüren. Das Ganze wird dann in etwa... so aussehen. Hier werden wir noch ein bisschen weiter graben. Aber prinzipiell soll das so aussehen. Nur was hat der Zero vor? Oh, 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 was hat er vor? Das werde ich euch nicht verraten, bis es fertig ist, bis ich es euch zeige. Bis ich eine Spezialfolge mache, in dem ihr seht, was abgeht. Das wird richtig geil, Freunde. Das habe ich mir richtig gut vorgestellt. Leider, ja, wie gesagt, war es nicht möglich, dass ihr da intensiv mitmischen könnt. Das heißt, ihr könnt leider nicht mit mir zusammenspielen. Das war eigentlich geplant. Dass ich einen von euch rausholo, der mit mir zusammenspielt, auf eine gewisse Art und Weise. Aber es geht leider nicht mehr. 4, 4, 2, ne? Dann haben wir hier 3 und da 3, okay. Das kommt doch hin. Bin ich denn blöd? Naja, jetzt ist es zu spät, jetzt muss ich das so gestalten. Hab's genau falsch rum gemacht. Naja. Geht schlimmer. So, das hier wird nämlich der erste Raum. Der wird nicht gigantisch groß sein, aber er wird das halten, was er verspricht. Und zwar, er wird existieren. Ein Raum, der einfach nur da ist, um zu existieren, ja. Das ist schon genial. Muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Aber da droppt das schon wieder. Ist ja unglaublich.
Keine Ahnung, was mit den FPS los ist. So, das ist in Ordnung soweit. Ich platziere hier natürlich noch eine Fackel rein oder vielleicht zwei, damit das synchron ist. Und das Ganze machen wir auf dieser Seite nämlich auch. Oh, das ist schön, das ist schön. Oh, es passt einfach alles perfekt. Packen wir hier nochmal eine Fackel hin, sonst wird es nämlich zu dunkel. Und das will ich nicht. So schnell nochmal diesen Raum hier fertig machen. Ich habe nämlich keine Zeit mehr. Oh Gott, die Uhr tickt. Ich muss gleich beenden. Glaube ich zumindest. Denn ich habe ja die Uhr nicht von der Fange gestellt. Aber vom Prinzip her müssten das ungefähr 30 Minuten sein, die ich hier eingeplant habe. Na komm, arbeite schneller ab. Ich brauche, glaube ich, eine verzauberte Spitzhacke, damit das alles effizienter ist. Es braucht das alles so lange. So setzen wir hier schon mal die zwei Fackeln. So, Freunde. Was glaubt ihr, wird das hier werden? Schreibt es mir doch in die Kommentare und vielleicht weiß ja einer schon, was ich hier mache. Haut rein, euer Zero. Tschüss.